Technische Berufe sind schon lange nicht mehr ausschließlich von Männern besetzt, aber trotzdem, in den meisten sind Frauen immer noch gnadenlos unterrepräsentiert. Und diesem Mythos wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Hallo alle zusammen, ich bin's Leonie und ich weiß nicht, wie viele IT-Spezialistinnen oder Entwicklerinnen ihr in eurem Freundeskreis und Bekanntenkreis habt. Wenn ich so überlege, fällt mir da leider noch nicht mal mehr eine einzige Person ein. Aber warum ist das eigentlich so? Soziale Berufe werden beispielsweise eher Frauen zugeschrieben und Tech-Berufen werden eher Männern zugeschrieben. Und diese Klischees fangen eigentlich schon super früh im Schulalter an, wo es ähnliche Tendenzen gibt. Die Jungs scheinen zumindest besser in mathematischen Fächern zu sein und Mädchen interessieren sich dafür mehr für Sprachen oder Pädagogik. Das ist allerdings ein absoluter alter Stereotyp und wissenschaftlich schon längst widerlegt. Die Gehirne von Mädchen und Jungs wurden nämlich in unterschiedlichen Studien untersucht und alle kamen zum gleichen Entschluss. Und der war, dass beide Gehirne die gleichen Grundvoraussetzungen haben, mathematisches Verständnis zu erlernen. Und trotzdem ist es einfach so, dass Männer bis heute in den Naturwissenschaften viel, viel häufiger vertreten sind als Frauen. Und genauso auch andersherum sieht es in den sozialen Berufen, wie ich eben beschrieben habe, aus. Dass Frauen also 2024 nach so viel Einsatz, was die geschlechtliche Gleichberechtigung betrifft, immer noch so eindeutig unterrepräsentiert sind, liegt wahrscheinlich immer noch am traditionellen Rollenbild, was zumindest in der sehr breiten Masse immer noch weitergetragen wird. Dabei gibt es wirklich großartige Frauen als Paradebeispiele in der Tech-Geschichte, die uns eines Besseren belehren sollten. Ada Lovelace ist da die Vorreiterin, würde ich sagen, denn die Britin hat das allererste Computerprogramm der Welt geschrieben und das, obwohl sie 100 Jahre vor der eigentlichen Erfindung der Computer lebte. Sie wurde nämlich 1815 geboren. Sie gilt mit ihrer Arbeit als Pionierin der modernen Informatik. Und ähnlich sieht es bei Annie J. Easley aus. Und die Afroamerikanerin hatte es sogar doppelt so schwer, denn sie setzte sich nicht nur als Frau bei der NASA durch, sondern eben auch als schwarze Frau, was damals in den 50er Jahren definitiv eine absolute Seltenheit war. Beispielsweise durften schwarze Frauen nicht in den gleichen Büros arbeiten, nicht die gleichen Toiletten benutzen und nicht am gleichen Kantinentisch Mittagessen wie ihre männlichen weißen Kollegen. Kaum vorstellbar. Und trotz aller erschwerenden Faktoren ist die Mathematikerin und Computerwissenschaftlerin eine, wenn auch leider sehr unbekannte, Heldin der Weltallgeschichte. Denn ihre Arbeiten zur Batterietechnik beispielsweise wurden jahrelang als technologische Grundlage bei Projekten für Raketen- und Satellitenbaus und Starts genutzt und nur so konnte das Weltall überhaupt erst erforscht werden. Edith Clarke hat etwas früher gelebt, sie wurde 1883 geboren, aber hat ebenfalls Geschichte geschrieben und zwar als allererste Frau, die einen Master in Elektrotechnik gemacht hat. Heute lacht man drüber, aber damals war es eine absolute Seltenheit. Und auch später war sie die erste Frau, die offiziell als Elektrotechnikerin gearbeitet hat. Auch das war damals ausschließlich Männersache. Das hat die Amerikanerin aber nicht daran gehindert, ihren Traum wahr werden zu lassen und als Erfinderin durchzustarten. Die Ingenieurin entwickelte nämlich 1925 einen grafischen Taschenrechner, mit dem man spezielle Gleichungen und Funktionen schneller lösen konnte. Die Liste ist wirklich sehr, sehr lang, auch wenn die meisten von uns diese Namen leider eben nicht kennen. Aber eine Frau will ich euch zum Schluss noch ganz kurz vorstellen. Und das ist Radia Perlman. Und die heute 73-Jährige, die lebt nämlich noch, ist unter anderem auch unter dem Namen Mutter des Internets bekannt, weil die Informatikerin die Computerwelt wirklich absolut revolutioniert hat. Unter anderem durch ihre Erfindung des sogenannten Spanning Tree Protocols, was kurz gesagt dafür zuständig ist, dass unsere Daten schnell von A nach B kommen. Und damit legte sie eben den wichtigen Grundbaustein für das heutige Internet. Und auch danach kamen noch zahlreiche weitere technische Erfindungen hinzu. Wie ihr seht, die Technikbranche hat viele weibliche Erfolgsgeschichten und Vorbilder, aber da ist definitiv noch Luft nach oben. Und auch wir hier an der IU bieten natürlich ganz viele unterschiedliche Studiengänge in diesem Bereich an, von Informatik über Cybersecurity bis zur Softwareentwicklung. Da ist alles dabei. Und vielleicht bist du ja sogar die nächste Frau, über die wir in ein paar Jahrzehnten sprechen können. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt, immer unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.